Hier ist Jolanta. Heutiges Thema der Woche, ein Trainingsworkout mit mir. Hallo und willkommen bei Click & Match Fit TV, der verrücktesten Abnehmshow im Internet. Mein Name ist Jolanta und ich danke dir sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehr viele Zuschauer haben mich gefragt, ob ich ein Trainingsvideo machen könnte, gerade für Anfänger. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle einen schönen Trainingsplan für dich zusammen, wo du jetzt direkt mit mir direkt durchstarten kannst. Und zwar fangen wir direkt an mit Aufwärmen. Was machen wir da? Wir machen Kniebeugen, danach machen wir Knieliegestütze, Crunches und vorgebeugtes Rudern. Alle diese Übungen, von all diesen Übungen machen wir 10 Wiederholungen. Danach geht es direkt zum Training. Dort wechseln wir einmal zwischen Kniebeugen, Knieliegestütze, Kniebeugen, Knieliegestütze, Crunches, vorgebeugtes Rudern und dann wieder Crunches. So, und das Ganze geht natürlich auch wieder mit jeweils hier bei den ganzen Übungen 10 Wiederholungen. Was brauchst du für diese Übungen? Als erstes ist es so, ich würde dir empfehlen, dass du dir hier so eine Isomatte holst oder auch direkt natürlich mit der Isomatte trainierst dann jetzt auch. Und am besten Kettlebells dann später für vorgebeugtes Rudern. Du kannst natürlich auch andere Gewichte nehmen für den Anfang. Für den Anfänger empfehle ich so ungefähr 4 Kilo. Das ist eigentlich ganz gut zu machen. Und jetzt wollen wir dann direkt auch mal losstarten. Das heißt, wir fangen direkt an mit Kniebeugen. Los geht's! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, weiter geht's mit Knieliegestütze. 8, 7, 10. So, jetzt kommt. So, jetzt kommen die Crunches. So, vorgebeugtes Rudern. Mache ich hier weiter mit einer Hand erst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das war das Aufwärmen. Jetzt geht es weiter direkt mit dem Training. Jetzt kommen wir die Kniebeugen. So, Knieliegestütze. 8, 9, 10. So, Knieliegestütze. So, jetzt kommen Crunches. Oder? Ja. Okay. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 und 10. So, fangen wir das gut an. So, und zum Schluss Crunches. So, das war sozusagen jetzt so ein Anfängertrainingsplan. Ich habe die Übung wirklich sehr schnell gemacht, wirklich eine Übung nach der anderen gemacht. Du musst es natürlich nicht so schnell machen. Ich habe es einfach gemacht, weil es halt einfach viel intensiver auch für den Körper ist. Du kommst halt, du kommst richtig gut ins Schwitzen. Gerade wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du es auf jeden Fall so machen, dass du von einer Übung schnell zur anderen wechselst. Aber prinzipiell ist es so, beim Aufwärmen solltest du ungefähr 30 Sekunden zwischen den Übungen Pause lassen und jetzt beim Training selbst ungefähr so 60 Sekunden, wenn du von einer Übung zu einer Übung wechselst. Ja, wenn du natürlich noch mehr darüber erfahren möchtest, wie ich jetzt aber gerade trainiere, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du dir dieses Video hier anschaust. In diesem Video erzähle ich dir, wie du auch, wenn du ein bisschen mehr fortgeschritten bist, den Trainingsplan auch nochmal optimieren kannst. Dort zeige ich dir, welche Übung ich zurzeit mache. Schau dir auf jeden Fall diese Übung an. Vielleicht inspirieren sie dich auch noch mal ein bisschen härter zu trainieren. Auf jeden Fall freue ich mich über neue, weitere Kommentare von dir. Und natürlich freue ich mich, wenn du ein Video likest. Wir sehen uns in einem Tag wieder. Ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss.